Freundinnen und Freunde, ich muss jetzt gucken, wie ich das nicht durcheinander kriege, weil natürlich bei uns in der Arbeitsgruppe und im Zusammenhang auch noch Frauen mitbehandelt worden ist. Und von daher machen wir Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege, den gesamten Bereich. Und die Frauen kommen dann, wenn ich es richtig verstehe, gleich noch irgendwann. Also, in dem Teil Arbeitsmarktpolitik, fangen wir mal damit an, haben wir zu dem, was wir in der letzten Legislatur ja nun breit erlebt haben, und ich sage mal, in den meisten Städten und vor Ort hat man es deutlich zu spüren bekommen, nämlich die Kürzung der Arbeitslosenzentren, der Arbeitslosenberatung. Da war es ganz klar, das war mit einer der ersten Punkte, wo man in der Koalitionsrunde direkt gesagt hat, das wird sofort geändert. Wir wollen, dass Menschen selbstbestimmt leben können und dass sie auch in diesen Notsituationen die notwendige Beratung, die sie brauchen, einfach bekommen. Das heißt, aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds wird so schnell wie möglich wieder umstrukturiert und umgeschichtet, sodass die Arbeitslosenzentren und Beratungsstellen vor Ort, die jetzt auch an vielen Stellen vor einer sehr kritischen Haushaltssituation stehen, wieder finanziert werden können und dass wir hier für die Betroffenen eine Beratungsstruktur wieder im Land haben. Es ist aber auch klar, dass die Bereiche, die uns immer wichtig waren, nämlich dass wir neben kurzfristigen Maßnahmen, die vielleicht im einen oder anderen Fall auch helfen, dass wir wirklich einen dauerhaften Beschäftigungsbereich und Förderungsbereich für Menschen brauchen, die aus dem System rausgefallen sind. Das heißt, es ist klar, wir wollen dauerhafte Beschäftigung im öffentlichen Sektor und werden da auch in dieser Koalition massiv für eintreten. Auch da müssen natürlich Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds umgeschichtet werden, neue Programme aufgelegt werden. Aber auch das kann recht kurzfristig passieren. Und da ist es uns natürlich wichtig, dass auch an das, was wir in den letzten Legislaturen noch mit Rot-Grün aufgebaut haben, Dienstleistungspools, Integrationsunternehmen und andere Sachen, hier an das Wissen auch die sozialen Wirtschaftsbetriebe angeknüpft wird und dass wir es in einem wirklich ordentlichen Maße hinbekommen, dass die Menschen eine Perspektive bekommen. Klar ist aber auch, dass Bereiche wie Arbeitnehmerdatenschutz, Landespersonalvertretungsgesetz wirklich tatsächliche Mitbestimmung wiederbekommt und dass hier diese Politik, die in der Vergangenheit unter Schwarz-Gelb gemacht worden ist, endlich ein Ende hat, nämlich dass Menschen noch nicht mal mehr angehört werden, sondern hier muss Mitbestimmung wirklich wieder ernst genommen werden. Wichtig in dem Arbeitsmarktbereich ist auch noch der Bereich der Ausbildung. Wir wissen alle, wir haben immer vertreten, dass wir die Ausbildungsplatzumlage haben wollen. Es ist nicht so ganz einfach, das mal eben hinzubekommen. Bei der SPD gibt es da auch zum Teil geteilte Stimmen. Klar ist aber das Ziel, es muss eine Ausbildungsgarantie für alle geben. Und gerade wenn demnächst hier unser erster Doppeljahrgang auf den Ausbildungsmarkt kommt und wir ganz viele Jugendliche haben werden, die es verdammt schwer haben werden, wenn man diese Ausbildungsgarantie, die in beiden Programmen auch drinsteht, ernst nimmt, dann müssen wir verdammt viel tun. Da müssen auch die Unternehmen zur Kasse gebeten werden, wie man das Kind jetzt nennt und wie man umverteilt. Da sind wir relativ offen, da kann man im Einzelteil drüber reden, aber es muss so passieren. Das heißt aber auch für euch vor Ort in den Kommunen, Situationen, die wir bisher hatten, nämlich dass eine Kommune in Haushaltssicherung von einem Regierungspräsidenten verboten bekommt, auszubilden, das soll ein Ende haben, das muss geändert werden. Die Kommunen müssen selber entscheiden, ob sie Ausbildungen wollen. Und wir können uns nicht länger hinstellen und sagen, die Unternehmen müssen, aber die Kommunen sind klamm und dürfen nicht. Also Kommunen sollen ausbilden dürfen und das Land muss ja auch mit Beispiel vorangehen. Wir haben in den anderen, also das ist so das zum Arbeitsmarkt im Groben und Ganzen. Und wenn ich mir das angucke und unser Programm daneben lege und die Arbeit auch, die wir gemeinsam in der Opposition mit Rot-Grün in den letzten Jahren gemacht haben an den Teilen, dann kann ich nur sagen, ich bin mit dem Teil sehr erfolgreich. Ich hoffe, dass man das auch so dann konkret umgesetzt bekommt. Für den Bereich Menschen mit Behinderung, das wird eine riesige Aufgabe werden, gerade jetzt, wo wir die UN-Konvention haben. Es wird eine Aufgabe werden, die in einem ganz, ganz wesentlichen Bereich auch bei Silvia perspektivisch im Bildungs- und Schulministerium liegen wird, weil wenn man Inklusion wirklich will, wenn man eine gemeinsame Gesellschaft haben will und nicht aussortieren will, dann muss das in den Köpfen der Kinder von Anfang an drin sein, dass es ein Wir gibt und dass da alle zugehören. Deswegen wird Inklusion viel da stattfinden, aber es kann natürlich nicht nur da stattfinden, sondern wir müssen in allen Teilen der Gesellschaft dieses Wir, das heißt alle, wirklich leben. Deswegen haben wir im Koalitionsvertrag uns verständigt, dass wir einen Aktionsplan
eine Gesellschaft für alle, NRW inklusiv auflegen wollen, der alle Ressorts beinhaltet, weil natürlich muss inklusiv in der Hochschule sein, inklusiv in allen Sozialbereichen, im Gesundheitssystem, in jedem Teil dieser Gesellschaft. Und es muss nicht immer nur so verstanden werden, dass das heißt, wir schaffen eine Barrierefreiheit, sondern Barrierefreiheit muss in den Köpfen, muss in allen Lebensbereichen stattfinden. Also eine inklusive Gesellschaft. Und ich denke, dass wir mit Rot-Grün diesem Ziel ein ganzes Stück näher kommen können und vor allen Dingen nicht einfach von oben drauf gesetzt, sondern was uns wichtig war und was auch drinsteht ist, das muss ein Prozess sein, wo die Betroffenen mitgestalten und mit einbezogen werden, weil wir wollen nicht die Politik für Menschen mit Behinderung machen, sondern mit Menschen mit Behinderung. Und das finde ich ganz wichtig. Im Gesundheitsteil haben wir auch ganz viele Sachen, die ich finde, die wirklich auch eine Abkehr sind von dem, was wir bisher hatten. Nämlich unser Ansatz ist der, dass wir sagen, wir möchten wirklich eine wohnortnahe, flächendeckende Versorgung haben und wir möchten auch hier, dass es ein Gesundheitssystem ist, was nicht für bestimmte Leute mit einem bestimmten Versicherungssystem da ist, sondern wir müssen ein Gesundheitssystem haben, was für alle ist. Deswegen, natürlich nicht nur deswegen, die Kopfpauschale werden wir von NRW aus auf jeden Fall, wenn sie denn dann wieder auf den Tisch kommt, verhindern. Aber wir wollen auch ein Gesundheitssystem, wo der Zugang, egal ob es Menschen mit Migrationshintergrund sind, ob es Menschen mit Behinderung sind, ob es Menschen sind, die in Sozialhilfebezügen oder Arbeitslosengeld bezügen, wir brauchen ein System, was ein Gesundheitssystem für alle ist, wohnortnah ist, was alte Menschen genauso berücksichtigt, also wo wir eine wirkliche geriatrische Versorgung auch haben. Und dieses Gesundheitssystem wollen wir in NRW mit vorantreiben und mit auf den Weg bringen. Und ich glaube, dass wir hier ganz gute Grundlagen in diesem Koalitionsvertrag auch verankert haben. Wir möchten auch, und das ist klar, wir möchten auch, dass gerade in dem Bereich der Pflege sich einiges ändert. Ihr wisst, seit Jahren haben wir in Nordrhein-Westfalen in dem Pflegebereich gesagt, das, was viele noch mit ihren Großeltern erleben, nämlich die klassische stationäre Einrichtung, Großeinrichtung, das muss der Vergangenheit angehören. Und wenn wir uns hier auch jeder selber fragen, wie möchte man gerne alt werden, dann glaube ich, möchten wir selbstbestimmt alt werden. Und selbstbestimmt heißt, wir brauchen eine Vielfalt unterschiedlicher Wohn- und Lebensformen. Und wir müssen diese Lebensformen auch so gestalten können, ob wir in der Wohngemeinschaft, einer Hausgemeinschaft, in der eigenen Häuslichkeit leben. Und dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen. Wir wollen als Grüne, dass wir dahin kommen, dass wir diesen neuen gesellschaftlichen Ansatz gemeinsam mit den Trägern, mit denen, die in dem Bereich beschäftigt sind, auch im Land hinbekommen. Und ich denke, dafür haben wir die wichtigsten Grundlagen in diesem Koalitionsvertrag verankert.